Dream Tech. Und damit seid gegrüßt zu einem neuen Netztest auf Zwergenfürster B. Wir spielen Lifeslide. So müssen wir es auch spielen. Mit dem Zwergenfürst eine kleine Demo-Version von ja, von kleinen Indie-Entwickler wahrscheinlich, wie es ausschaut. Ein bisschen ja naturmäßig. Viel Natur, viel, das ist. Ihr werdet es gleich sehen. Spielen, glaube ich, wenn ich das richtig in Quellen gesehen habe, spielen wir Papierflieger, durch die ganzen Landschaften fliegen muss. Ja, lasst euch einfach überraschen. Ich würde mal sagen, wir spielen eine Demo. Wishlisten habe ich es doch schon. Ist meine Wishlist schon. Wir spielen eine Demo. Auf geht's. Wenn du bei der Geschichte feststeckst, versuche es mal mit einem anderen Flugzeug, okay? Aha. Was bin ich sehend? Oh, ein Papierflugzeug. Das können wir hier mit WASD steuern. Oben, unten. Und wir fliegen es. Durch die Galaxie. Ist das der Hammer? Ich hoffe, das Spiel hat VR-Unterstützung, wenn es rauskommt. Ich glaube, das Spiel ist noch gar nicht released, soweit ich nicht richtig informiert bin. Ist das eine Pre-Release-Demo? Müsste ich mal nachgucken. Ich meine, das so gesehen zu haben. Joa. Das ist ein schlieges Spiel. Papierflieger into the universe. Hui. Hin und her. Und her und hin. Nicht ins Wasser. Das erinnert mich jetzt ein bisschen stark an Onde. Okay, Atmung. Oh nein! Stay in flight. Hochlandung. Ja, gut. Erstmalig hat eine Bruchlandung bei der Atmung. Muss ja so sein. Blick eng am Boden. Ja, ich versuch's. Das Ding mit der Atmung hat mich verwirrt. Was für ein Ding? Kann man das essen? Nah am Boden und durch die Atemringe hindurch. Und da ist der nächste, ein bisschen weiter oben. So wird das auch nichts. Müssen ein bisschen mit dem Wind fliegen, dass wir hier nicht zu sehr gegensteuern. Sonst kommen wir nicht voran. Ich will nur ein bisschen nach oben fliegen, damit wir nicht zu sehr am Boden kratzen. Nein! Verdammt! Das muss noch ein bisschen üben mit dem. Ist ja auch erst die Demo. Und
Okay, die Balken müssen noch voll tanken. Um das Level zu schaffen. Ja, mega nice. Das ist richtig zum Entspannen, einfach so nach einem anstrengenden Tag. Mal so ein bisschen. Ich denke, das wird sich jetzt mit einem Gelegenheitsspiel entwickeln. Und halt so ein bisschen in Levels aufgebaut, wie diese hier, das, wo man halt so. Wo man es dann irgendwann mal kann. Dass man es halt so mal ein bisschen rumfliegen kann mit Papierflieger. Der Papierflieger-Simulator, wenn man so will. Wir spielen Papierflieger-Simulator. Und auf den Sonne. Auf die jetzt. Und geradezu in die Sonne. Icarus. Maus stellen wir gar nicht. Nur mit VR-Stil. W nach unten, S nach oben, D nach rechts, A nach links. Nein. Ist nicht so knapp vom Ziel. Ach, verdammt mich. Fliege enger am Boden, um deine Geschwindigkeit zu erhöhen. Plane unlocked. Ah, neues Papierflieger. Das ist ja dann auch das Ding. Ein anderer Papierflieger schneller fliegen kannst und so weiter. Das wird dann auch mal spannend. 55. 52, 51. Wissentlich. Naja, okay. Das ist die Zeit und wir müssen hier. Rollen einsammeln, aber was Zeit. Deine Integrität nimmt mit der Zeit und auch mit der Kollision ab. Sammle Zeit, um sie wieder herzustellen und im Flug zu bleiben. Okay, können wir hier mal irgendwie Optionen. Okay, können wir nicht. Papierflieger ändern wollte ich mal gucken, ob das geht. Zeit sammeln. Okay, verkackt. Okay, einen Flieger können wir nicht wählen. Flugzeug, ah ja, hier. Geschwindigkeit. Ah, das ist schneller und besser. Auswählen. Nicht auswählen oder was? Sieht nicht so aus. Nicht in dem später im Hauptspiel können wir verschiedene Flieger spielen. Macht Sinn. Weiter fliegen. Nicht liegen bleiben. Nein. Okay, ja, hier jetzt muss man da. Jetzt kommt es hier wirklich auf das Können an. Immer so mal ein bisschen nach oben. Okay, jetzt sammeln wir ja keine Zeit ein, aber damit vergangen war es nicht. Die Musik ist auch herrlich, muss ich sagen. Nein! Ach komm. Ja. Das liegt jetzt hier, das ist jetzt hier wirklich das Können von mir. Was das Ganze verschlechtert. Na, so ein bisschen kapier ich es auch schon. Jetzt geht es halt darum, wie weit man kommt.
zählt sowohl das fliegerische Können als auch das Punkte einsammeln. Und die Hälfte haben wir wohl. Gibt eine bestimmte Strecke, wenn ich das richtig sehe, die man erreichen kann. Eine Kurve fliegen und ups, das ist doch mega entspannt, das Spiel. Bisschen unentspannt, wenn man mal ein bisschen hochfliegen muss, aber ja, auch easy. Das ist ja nichts, was besonders stresst. Ein Entspannungslevel halt. Jetzt kommen wir ein bisschen weiter, bis über den Hügel. Nein, 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 nein. Dann lande ich wieder. Ja, gut. Es ist. Du bist ungefähr zur Hälfte. Ja, gut. Das ist jetzt, glaube ich, mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ob das vielleicht ein bisschen zu kurz war, aber. Ja, jetzt hier. Für ein kleines Netztest, fürs kleines Anspielen. Vielleicht ein kleines, kürzeres Netztest. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, Wishlist, Live-Slide auf Steam. Ja, habt ihr noch einen angenehm entspannten, tollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video, nächsten Let's Test oder so wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, haut rein, ciao.